Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Nachdem wir das letzte Mal das Labor geupgradet haben, hätte ich diese Folge vor, meinen Barbora zu platzieren. Weil, ja, warum nicht? Wir haben selten bisher Bohrer oder Pumpen platziert. Aber jedes Mal, als wir das getan haben, haben wir eigentlich ganz gute Sachen rausbekommen. Und deswegen würde ich heute mal darauf gehen, dass wir mal ein paar platzieren. Deswegen fokussiere ich mich heute nicht unbedingt aufs Farmen, sondern eher auf Bohrer. Genau, das ist heute mein Plan. Um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So, ich guck mal kurz, was brauchen wir für einen Bohrer, für einen guten, also einen fortgeschrittenen Bohrer würde ich mir dann schon nehmen. Ist ein Bohrer besser oder eine Pumpe? Ha. Ich würde sagen, ein Bohrer ist schon besser, oder? Pinker Plot und Felsplot fehlt uns noch. Radioaktiven Plot haben wir ja sowas von genug. Darüber brauche ich mir keine Gedanken zu machen, denke ich. So, wir füttern die Slimes sogar heute mal nicht. Wir gehen da direkt straight rein. Wir nehmen uns Karotten mit. Und ja, die pinken Plots werden wir schon bekommen. Wir müssen auf jeden Fall Felsplots besorgen. Wir nehmen einfach mal so viele mit, wie wir heute bekommen. Und dann platzieren wir die Bohrer. Und ja, genau. Dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir so rausbekommen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht können wir uns ja mal wieder was Cooles Neues craften. Vielleicht eine Lavalampe. Aber hey, es wird schon. Gut, machen wir uns direkt auf den Weg. Es ist zwar schon ein bisschen später, aber hier zum Beispiel sind ja, wie ihr schon seht, ein paar pinke Slimes. Also, esst mal schon. Schön, schön, schön. So. Ich meine, pinke Plot, darüber brauche ich gar nichts sagen. Ich denke, das ist das Leichteste, was man bekommen kann in diesem Spiel. An Plots. Wusch. Ich sammle die mal aus Versehen mit ein. So, und schon haben wir 12 Stück gleich. Das ist eigentlich schon das, was wir brauchen, glaube ich. Ich habe es mir wieder nicht gemerkt, das ist aber auch egal. Weil wir werden generell ein bisschen was besorgen, was das angeht. So. Gehen wir in den Bereich. Hier liegt auch einfach mal random manchmal so Plot rum. Das ist auch gut. Er ist Hunger. Yes, hat er. So. Oh, hier ist eine Kiste. Hier ist direkt ein Felsplot drin. Das ist nicht schlecht. Und er hat gar keinen Hunger. Oh doch, er hat Hunger. Nice. Haben wir das nämlich auch schon mal. Und den können wir nicht mitnehmen. Aber jetzt können wir ihn mitnehmen. Wir haben den komplett gegen den Kopf geballert. Sehr nett von uns auf jeden Fall. Man muss sie schon ordentlich treffen. Aber hier liegt halt wirklich schon viel rum. Das ist ganz gut. Hier auch. Eigentlich musst du hier nur lange genug stehen bleiben und dann bekommst du genug. Das ist ziemlich gut. Macht irgendwie auch Spaß, den Leuten einfach, den Slimes einfach Mangos an den Kopf zu ballern. Das ist irgendwie unterhaltsam. Wenn es böse klingt. Oh, der ist wieder da. Der sieht cool aus immer. Und was ist eigentlich hier mit dem Baum? Der ist mir noch nie aufgefallen. Was macht der hier, ha? Huh? Naja. So, aber nicht aufessen, ne? Pinke Slimes, nicht essen. Das sind meine Plots. Ich möchte nicht, dass einer von... Also, ihr könnt euch ruhig verwandeln, so ist es nicht. Aber, ja. Ey, ey, ey. Oh Gott, ist das gerade ein Drama hier. Gerade richtig viel Leben verloren auch. Also, es ist nicht so gesund, hier drin stehen zu bleiben. Oh mein Gott, da liegt richtig viel Pinkelplot. Naja, was heißt vier, aber drei Stück. Schon mal nicht schlecht. Und hier noch mehr. Also Pinkelplot ist wirklich kein Problem. Nee, warte. Was mache ich denn hier? Ich will doch mehr blauen holen. Ey! Lass die Jungs in Ruhe. Diese Schlinge, ey, das ist ja unmöglich. Ja, ess mal was. Wusch. Ja, ja, ist gut. Braucht mich nicht immer schlagen. Ey, da ist ja richtig viel los. Gott, das ist ja ein Attentat hier. Ich bin zur richtigen Zeit hier. Oh mein Gott, sind das viele. Alter. Ja, könnt ihr echt froh sein, dass ich euren Arsch gerade gerettet habe. Sonst mal wieder ein bisschen Wasser mit. Oh Gott. Da war gerade mehr los, als ich jemals gewollt habe. So, ich denke, einer dürfte gleich drin sein schon mal.
einer der fortgeschrittenen Bohrer. Ich muss auf jeden Fall diesmal aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wieder einen Neulingsbohrer kaufe, weil das war ja letztes Mal das Problem. Und ich meinte noch so, ja, naja, wir können uns ja sogar mehr holen. Und dann gucke ich so rauf und das war einfach ein Neulingsbohrer und ich denke so, ach du Scheiße. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber hey. Aber wir gucken einfach mal. Hast du Hunger? Junger Mann, ess was, dann nicht. Nochmal frage ich nicht. Das ist mir zu blöd. Okay, hier gibt's nicht mal Kristallplots. Oder was heißt Kristall? Felsplot. Genau. Vergesse mal, ich verwechsel das immer. Kristall und Fels, die sehen beide fast gleich aus, so. Schwierig. Sag ich nach 43 Folgen. Das ist traurig, oder? Übrigens, falls ihr nochmal, ich hatte das schon mal in ein paar Folgen gesagt, so, falls ihr nochmal irgendwie Vorschläge habt, was ich noch so für Spiele spielen möchte, die ein bisschen chilliger sind, so wie das hier, also wie jetzt Slime Ranger, so ein bisschen Farming-mäßig oder generell einfach ein Let's Play, was ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter ist. Irgendein Spiel habt, was ihr mir vorschlagt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr da eins vorschlagt. Weil ich hätte mal Lust auch wieder auf ein neues Spiel. Ich meine, ich habe auch schon überlegt, Subnautica zu machen. Die Sache ist mit Subnautica so, ich weiß nicht wirklich, wie das Spiel funktioniert. Traurigerweise. Also ich hab's schon sehr oft gespielt. Aber die wirklich durchgespielt. Also da müsste man sich dann ein bisschen, naja, mal gucken dann halt, ne? Aber ja, das krieg ich schon hin. Also wenn ihr euch das wünscht, dann wäre das natürlich auch machbar. Was sind da gerade produziert? Kann ich das mitnehmen? Okay, können wir uns schon fortgeschritten? Nein, uns fehlt ein einziger Plot. Das ist so lächerlich, ne? Ah, für dann tun wir diese Folge echt mal nicht. Das nächste Upgrade war auch gar nicht mal so gut, oder? Was man da bekommen hat. Was waren das nochmal? Ja, Bauplan ist halt ein Titanbohrer so. Wäre zwar geil. Aber ja, ist halt, ne. Konzentriere mich jetzt erstmal auf unsere Bohrer. Dauert eh noch ein bisschen, bis wir 120k zusammen haben. So, pflücken wir wieder Karotten hier, damit wir... Nevermind, keine Karotten für mich. Gehen wir direkt wieder straight up rein. Ich möchte mindestens nochmal 13 bekommen von dem Felsplot, weil ich zwei fortgeschrittene Bohrer bauen möchte. Dann mal gucken, wo ich die platziere. Fortgeschrittene Bohrer halten jeweils 3 Züge, glaube ich. Meine ich. Und das ist gut. Also, ja. Wäre schon sehr nützlich. So, Ping können wir auch wieder mitnehmen. Das ist ja nichts Schlimmes. Ups, falsch. Ah, ich wollte nicht den Plot schießen. Da wollte er mir den wegessen, den Plot. Die sind so gierig, ne? Gibt's ja gar nicht. Pass auf, er wird direkt wieder sich draufstürzen. Muss aber sagen, die kleinen Felsplots sind halt irgendwie schon cute. Weil die rollen halt so rum und... Ja, ist schon süß. Hat was. Definitiv. So. Wer von euch hat noch Hunger? Hast du Hunger? Tatsächlich. Haben wir ihn eingesammelt? Schon. Du hast auch nochmal Hunger. Und du? Wetten, der hat keinen Hunger. Nö. War ja klar. Ja, okay, na, es war eigentlich nicht geplant, dass du die Karotte isst, aber hey, danke. Danke dafür. Schade, dass es nur diese Zone ist, wo wirklich viele Felsplots lauern. Das ist halt ein bisschen... Naja, nicht sehr viel halt, ne? Warte mal, hier waren doch auch immer welche drin, oder nicht? Die ein bisschen gefährlicher waren, aber... Hey, es sind die Teile gewesen, okay. Ich überlege gerade schon echt, ob man hier mal das Tor aufmacht. Weil wir haben halt immer noch 3 Schlüssel, ne? Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt. Wir eiern hier schon seit mehreren Folgen rum und farmen. Und ich habe bisher immer noch nicht dieses Tor hier hinten geöffnet. Ich werde das jetzt in Angriff nehmen und das jetzt öffnen. Scheiß drauf. Let's go. Ein Schlüssel verbraucht. Und... Was ist das für ein Gebiet? Ja, war ich noch gar nicht, oder?
Doch, hier war ich schon. Okay, das hat sich doch nicht gelohnt. Oh, nee. Naja, jetzt haben wir wenigstens eine Abkürzung. Wenn wir hier mal hin wollen. Ach, naja, gut. Hat sich das gelohnt? Definitiv nein. Würde ich es nochmal tun? Auch nein. Aber, naja, egal. Jetzt ist es getan. Jetzt kann ich wenigstens in den Titel schreiben, dass wir eine neue Dings haben. Eine neue Tür geöffnet haben, die schon seit Jahren dort ist. So. Wir brauchen noch genau 3. Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich damit auch zufrieden mit meiner Arbeit heute. Oh, oh, oh. Aua. Nicht abbeißen. Ihr Lümmel hier. So, liegt hier noch mal ein bisschen Plot rum? Nö, ne? Nö. Hier liegt noch ein bisschen pinker Plot. Das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, können wir eigentlich auch mitnehmen, weil wir wahrscheinlich in Zukunft eh noch mal ein paar craften werden und dann brauchen wir sie. Ist nicht schlecht. Sind ja gar kein... Wo sind denn all die Felsplots hin? Hey, all die ganzen Felsslimes, meine ich. Die haben sich ja mal komplett aus der Welt entbannt. Egal, dann gehen wir in das Gebiet. Hat sich das ja vielleicht doch gelohnt. Nicht. Dafür einen Schlüssel zu opfern. Aber selbst wenn, pass auf, wir haben ja noch eine. Wir haben ja noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Die Sache ist, das würde uns auch nichts bringen, wenn wir die öffnen, weil da können wir einfach rüberfliegen. Da bin ich schon irgendwie in Folge 5 gewesen oder so. Und, ja, das wäre dann ein bisschen dumm, ne? Oh, die lieben die Teile. Das heißt mehr Plot. Warum wusste ich das nie, dass die so feiern? Daran merkt man, dass ich mich mit diesen Slimes nicht auseinandergesetzt habe. Wirklich schlau von mir. Aber hatte die auch nur eine kurze Zeit lang, ne? Hatte ich die überhaupt mal auf der Farm? Sicherlich, oder? Ich denke doch. So, will noch einer diese einzige Herz rüber essen? Denn sonst würde ich jetzt gehen, weil ich habe genug. Okay, dann gehe ich wieder. Ja, gib mir noch einen Klapser auf den Hinterkopf, wenn ich hier rausgehe. Naja. Weil hier hätte man zum Beispiel auch nicht rüberfliegen können. Also an sich schon, aber... Ja, naja. Wusste ich ja nicht, ne? Oh Mann. Aber ich wusste eh nicht, wofür wir den Schlüssel brauchen, also daher. Oh, ein paar Minzmangos. So. Nehmen wir mit. Oh, Alter, hier liegt echt immer viel von dem Zeug. Soll ich noch ein paar Minzmangos hier verteilen? Ja, oder? Kann man da nicht mal machen, damit man noch mehr bekommt. So, ich komme gleich nochmal zurück, Jungs, und dann nehme ich das mit, was ihr gedroppt habt. So, dann gucken wir mal. Müssen wir die auf jeden Fall noch irgendwo platzieren. Ich habe noch keinen Plan, wo genau. Aber, ja, wir gucken einfach mal, ne? Ich würde auf jeden Fall sagen, in einem Gebiet, was nicht allzu nah dran ist, weil sonst lohnt sich das irgendwie nicht. Okay, stellen wir noch einen her. Und den können wir uns nicht mehr leisten, den dritten. Können wir uns noch eine Pumpe leisten? Nope. Das Teil können wir uns noch leisten. Ja, why not? Gib her. Nehme ich an. So, jetzt haben wir ein paar Sachen mit. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg, diese Teile zu platzieren. Ha! Gehen wir durch das Portal da hinten. So, wir hatten letztens auf der Insel und im Dschungelgebiet ein platziert jeweils. Also würde ich diesmal... Oh, das sieht geil aus. Die Vögel sehen voll schön aus. Ja, wir gucken einfach mal, wo wir unsere jetzigen hin platzieren. Also ich würde schon durchs Dschungelgebiet nochmal gehen. Ich glaube in diesem Gebiet, wo Quantenslimes ist, wäre das mal ganz interessant. Und vielleicht sogar auf der Insel. Das wäre auch nicht schlecht. Muss man nur zwar ewig hinlatschen, aber da gibt es bestimmt auch coole Sachen, die man rausbekommen kann. Wir gucken mal.
Haben wir nicht Glibberstein daraus bekommen? Weil sonst lohnt sich das gerade eigentlich gar nicht. Oder hat man aus der Pumpe Glibberstein rausbekommen? Ha. Okay, warte mal. Hier platziere ich erstmal ein Bienenhaus. Genau. Das würde ich auf jeden Fall so tun. Dann würde ich in dem Gebiet hier, was jetzt kommt, noch ein Bienenhaus platzieren. Was gar nicht geht. Okay, schön. Naja, okay, egal. Dann im nächsten Gebiet. So. Genau, ab hier können wir wieder platzieren. Hier kommt Bienenhaus hin noch. Und dann würde ich genau hier nochmal in dem Gebiet, da ist direkt ein Platz, der sich anbietet, hier noch eins installieren. Und dann würde ich tatsächlich auf die Insel nochmal gehen. Weil, warum nicht? Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwas Spezielles raus. Ein Schlüssel wäre nicht schlecht, den wir heute verbraucht haben. So. Wenn man schon mal hier ist, dann kann man nochmal wieder der Insel einen Besuch abstatten. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. So. Dann gucken wir mal. Jetzt kann man da so gar nichts platzieren, das wäre ja so eine Pleite, ne? Und jump. Man muss immer einen 180 Grad Jump machen, damit man direkt mit der Front also direkt im Portal steht und direkt rauslaufen kann. Ich bin faul, okay. So. Und ich sehe doch hier schon ein paar Orte, wo wir Sachen platzieren können. Also daher kein Problem. Machen direkt hier eins hin. Ja. Da haben wir tatsächlich mal einen Bohrer auf die Insel platziert. Perfekt. Hey du. Busch. Wir nehmen den Weg durchs Portal zurück. Als ob ich jetzt so zurückgehe. So. Vielleicht finden wir noch einen goldenen Ingwer auf dem Weg. Das ist noch ein Feuerslime. Brauchen wir den? Ne, ne? Die geben eh nichts mehr bei mir. Was hier vor uns liegt. Wirklich Neues gibt's hier nicht, okay. Ich meine, was sollte es auch Neues geben, ne? Wir haben den Bereich eigentlich auch schon zu 100% erkundet. Und ich bin nicht schlüssig draus geworden. Okay, wieder ab zur Ranch. Jetzt können wir noch ein bisschen was verkaufen. Damit wir doch noch ein bisschen Geld heute gemacht haben. Ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, was die Bohrer und die Bienenhäuser in der nächsten Folge bringen werden. Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Ist bestimmt episch. Und nachher bekomme ich nur Glibberstein raus und wir können nichts damit anfangen. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. So. Ich werf's mal so rein. Na, da sind die Jungs doch am Drücken. Ist doch schön zu sehen. Nehmen wir das noch mit. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, das wird ganz gut. Oh komm, ich muss noch ein Honigblatt. Guck, dann sind 66, 66. Ist Honig eigentlich mehr wert als Kristall? Nein. Okay. Habe ich mir auch nicht gedacht. Ja, aber wenn man mal überlegt, wie lange wir wirklich schon die Honig-Slimes haben, ist es insane. So, wir haben die halt... Also ich glaube, das sind die längsten bleibenden Slimes, die wir haben auf der Farm. Ich glaube, wir haben keine andere Slime-Art so lange wie Honig-Slimes. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Dann habe ich natürlich nichts gesagt. Und dann nehmen wir noch den Wasserslime mit. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit den Bohrern so passiert. Ich weiß, ich habe das jetzt schon 10-mal in einer Minute gesagt, wahrscheinlich. Naja. So. Krieg ich den von hier reingeschossen? Nein, natürlich nicht. Oh, habt ihr das gesehen? Mit dem Schwung. Naja, Leute, das war's dann wieder mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Seid doch das nächste Mal wieder mit dabei, um zu sehen, was wir aus den Bohrern und aus den Bienennestern rausbekommen. Habt noch einen wunderschönen Tag und ciao!